Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist am Donnerstag. Heute soll es darum gehen, wie du als Mann am allerschnellsten flirten lernst, also flirten als Mann, wie du das am schnellsten lernst. Ich gebe dir 3 Tipps am Ende. Bleib also unbedingt dran, gebe ich dir den besten Tipp, den ich parat habe und der dir am allermeisten dabei helfen wird, sehr schnell besser im Flirten zu werden, was bedeutet, dass du sehr schnell die heißen Frauen in deinem Leben haben kannst, die du dir wünschst und die du vielleicht bis jetzt noch nicht in deinem Leben hast. Viel Spaß beim Video. Der erste Tipp, um besser im Flirten zu werden, ist, schau dir Dinge an wie Komödien. Lerne Humor zu verstehen. Humor ist ein riesengroßer Faktor dabei, mit einer Frau zu flirten. Wenn du dich selbst nicht so ernst nimmst, wenn du über dich selbst lachen kannst, wenn du Dinge lustig gestalten kannst, wenn die Frau merkt, hey, guck mal, der nimmt das Leben nicht so ernst, der nimmt sich selbst nicht so super ernst, dann kann die Frau sich schnell bei dir entspannen und du kennst es wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben. Überleg mal, was sind die Personen, mit denen du am liebsten Zeit verbringst? Wahrscheinlich sind das Leute, die sehr viel Spaß haben, die lustig drauf sind, mit denen du lachen kannst. Und das sind die Personen, mit denen du am liebsten Zeit verbringst. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der immer bei jedem Treffen eine lustige Geschichte parat hat. Und ich bin einfach gerne mit ihm unterwegs, weil ich weiß, es kommt wieder irgendeine lustige Story oder er macht wieder irgendwas total Verrücktes. Wir waren am Wochenende in Prag und da hatte ich auch jemanden dabei, der einfach, ich sag mal, er ist einfach ein bisschen so special, er macht echt verrückte Sachen und es ist einfach immer witzig, diesen Mensch dabei zu haben, weil es passieren einfach lustige Dinge, wenn er da ist. Und solche Leute hat man super gerne in seiner Umgebung. Und genauso geht es Frauen. Und um Humor zu entwickeln, um zu verstehen, was Humor und Komödiantik ist, ist es wichtig, dass du dir ein paar Komödien anschaust, dass du dir eine Comedy-Show anschaust, dass du dir Comedians anschaust und verstehst, hey, wie funktioniert das? Wie funktioniert Witz? Wie funktioniert Humor? Ja, wie funktioniert das? Schau es dir an, lach ein bisschen, kriegst ein Gefühl dafür und es kann dir allgemein helfen, wenn du einen sehr stressigen Alltag hast, kann es dir helfen, wenn du ab und zu mal ein bisschen Comedy schaust, dass du ein bisschen locker wirst. Weil wenn du auf Frauen zugehst und du bist super gestresst, dann ist Flirten schwierig, denn aus Stress, aus Anspannung raus, kann Flirten nicht wirklich entstehen, kann ein richtiger Flirt nicht entstehen und kann auch nicht so wirklich Anziehung entstehen. Deswegen, wenn du schnell besser im Flirten lernen als Mann werden willst, dann schau dir Komödien an, schau dir Comedy an und verstehe, wie Humor funktioniert. Plus, das ist immer ganz wichtig, nimm dich selbst nicht so ernst. Das heißt, wenn die Frau mal irgendeinen Kommentar macht, dann raste nicht gleich aus und verteidige dich gegen das, was die Frau gesagt hat. Nimm dich selbst nicht so ernst, sei auch ein bisschen humorvoll dir selbst gegenüber. Das ist eine enorm anziehende Fähigkeit. Und wenn du das lernst, dann wirst du sehr schnell in deinem Flirterfolgen Fortschritte merken. Die zweite Sache, die dir ganz stark dabei helfen kann, besser im Flirten zu werden, ist, wenn du dich mit Frauen umgibst und so ein bisschen mit Frauen sprichst. Nicht nur im Flirt-Kontext, also nicht nur mit Frauen, mit denen du flirtest, die du sexuell interessant findest, das natürlich auch, das solltest du natürlich absolut machen, denn das ist die Grundlage von allem, aber auch mit anderen Frauen, mit denen du auf einer freundschaftlichen Ebene unterwegs bist. Ich habe ein paar weibliche Freunde und mit denen spreche ich dann natürlich auch öfter mal über das Thema Beziehungen und wie es bei ihnen so läuft mit den Männern. Und das ist super interessant, weil du kriegst aus erster Hand mit, was andere Männer für dumme Sachen machen und du glaubst gar nicht, was viele Männer für einen Scheiß machen und kannst da sehr schnell erkennen, was die größten Fehler beim Flirten sind, wenn du so ein paar weibliche Freunde hast, mit denen du dich ab und zu mal über das Thema Männer unterhältst. Und Frauen reden super gerne über das Thema Männer, über das Thema Beziehung. Das ist eins deren Lieblingsthemen. Die reden den ganzen Tag darüber und wenn du mit denen darüber redest, dann achte einfach mal darauf, was machen diese Männer? Was machen die Männer, die besonders gut bei der Frau ankommen? Was machen die Männer, wo die Frau sich denkt, oh nee, was ist das denn für ein Idiot? Guck genau, frag nach, frag, was fandest du toll an dem Mann? Nimm nicht jede Aussage für bare Münze, weil weder Mann noch Frau, also keine der beiden Geschlechter, hat einen super genauen Einblick darauf, was die Anziehung entsteht. Aber hör so ein bisschen hin, schau so ein bisschen zwischen die Zeilen, was machen Männer, die erfolgreich sind? Was machen Männer, die nicht erfolgreich sind? Und dann kopierst du das Verhalten der erfolgreichen Männer. Das kannst du auch gerne machen, indem du Filme schaust und mal guckst, hey, wie wirken denn die wirklich, also wirklich anziehenden Männer? Ich empfehle dir einmal so die Oceans-Filme, zum Beispiel Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13, einfach mal zu schauen, wie wirken denn diese Hauptdarsteller und was macht sie so cool, was macht sie so anziehend? Bei Oceans ist es zum Beispiel so, das kann man sehr schnell erkennen, die haben eine enorme Ruhe. Wenn du dir George Clooney in Oceans anguckst, er ist einfach ruhig. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er ist sehr
grounded, er steht fest auf dem Boden, er ist einfach ein starker Typ, der Ruhe ausstrahlt, Gelassenheit, Stärke, Selbstbewusstsein. Und das strahlt er aus, indem er nicht so viel redet, indem er emotional nicht stark reagiert. Und das Verhalten kannst du dann einfach kopieren, um selbst attraktiver zu wirken und um selbst besser im Flirten zu werden. Ich habe dir versprochen, den wichtigsten und besten Trick zum Schluss aufzubewahren. Und dieser Trick wird einfach dein ganzes Verständnis von der Welt verändern. Denn du kannst oder solltest in Zukunft rausgehen, wenn du flirten lernen willst als Mann, solltest du in Zukunft rausgehen und die Welt sozusagen als deinen sozialen Spielplatz sehen. Ich habe einen Mitarbeiter, mit dem ich zusammenarbeite. Der macht das genau so. Ich war letztens bei ihm und wir haben ein bisschen gearbeitet und dann hat er hat sich irgendwo eingetragen im Internet, wo du kennst das wahrscheinlich, wo du dieses, hey, du bist der 1 millionste Webseitenbesucher, trag dich jetzt mit deiner Telefonnummer ein und du kriegst einen Porsche gratis. So, und da hat er sich eingetragen, nur um mal zu schauen, was passiert, wenn diese Leute anrufen. Und dann haben die halt angerufen und dann hat er so ein bisschen mit denen gespielt, einfach nur um zu gucken, was passiert, wenn ich das mache? Wie reagiert die andere Person? Und wenn du anfängst, die soziale Welt da draußen so zu sehen, dann wirst du ganz, ganz schnell besser im Flirten und besser im Umgang mit Menschen, als wenn du dich immer nur an die Regeln hältst. Weil viele der Männer, denen fällt es schwer zu flirten, weil sie ja versuchen, immer alles das Richtige zu sagen und dass niemand böse auf sie ist und dass niemand denkt, sie wären bescheuert oder sie nicht mag. Aber wenn du dann rausgehst und du siehst die Welt so ein bisschen als dein kleines soziales Experimentlabor, ja, ohne dass du jetzt Leute unnötig verletzt oder so, aber einfach mal schauen, wie weit kann ich gehen, was kann ich alles machen, was passiert, wenn ich das und das mache, ja. Verschiedene Dinge. Ich gehe meinen Teilnehmern manchmal raus und lasse sie mitten auf dem Alexanderplatz einfach mal laut schreien. Das könnte so ein soziales Experiment sein, um einfach zu schauen, wie reagieren die Leute. Ja? Oder wenn du auf eine Frau direkt zugehst und sagst, hey, du gefällst mir, ich will ein Date mit dir. Irgendwie sowas, irgendwas Extremes, ja? Dass du guckst, was passiert, wenn ich das mache. Oder du gehst auf eine Gruppe einer Frauen zu, also auf eine Frauengruppe zu, zeigst auf die Frau und sagst, hey, pass auf, du gefällst mir, ich will ein Date mit dir. Und du guckst, was passiert? Wie reagiert die Gruppe? Wie reagiert die einzelne Person? Was kann man daraus machen? Ja, sei ein interessierter Lerner und begib dich in soziale Situationen als Experiment. Finde etwas heraus. Finde etwas darüber heraus, wie Menschen reagieren. Denn die wirklich erfolgreichen Männer, die super gut im Flirten sind, die kennen ihre Grenzen. Ja, die wissen, was sie sich alles erlauben können, wie dominant und wie führend sie auch sein können, bis es vielleicht zu viel wird. Aber du kannst dieses Gefühl nur entwickeln, wenn du auch ein paar Mal über die Grenzen rausgehst und vielleicht auch zu viel machst. Ja, und wo dann auch die Frau sagt, boah, viel zu viel, das reicht mir jetzt, ich gehe lieber. Und nur indem du das machst, kannst du halt wirklich kannst du wirklich gut sein, wirklich ein Profi werden im Flirten als Mann. Und kannst aufs höchste Level kommen, indem du einfach die Welt da draußen als dein kleines soziales Experimentlabor siehst, ja, und guckst, hey, was passiert, wenn ich das sage, was passiert, wenn ich das mache, wie reagiert die Frau da drauf? Und wenn du das machst, kriegst du ein viel besseres Gefühl dafür, wo so die Grenzen liegen und wie weit man eigentlich gehen kann und wie man vielleicht auch, wenn man zu weit gegangen ist, das Ganze wieder normalisieren kann. Ja, du wirst sozusagen ein Meister des Schachspiels, was soziale Dynamiken, soziale Interaktionen angeht. Und wenn du das drauf hast, dann ist Flirten absolut kein Problem mehr. Und dann ist es auch kein Problem mehr, die wirklich heißen Frauen in dein Leben zu ziehen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Schalte auf jeden Fall ein. Unten in der Ecke kannst du noch das Quiz machen, in dem du rausfindest, wie attraktiv du gerade auf Frauen wirkst. Und ich zeige dir am Ende, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Da kommt ein Video am Ende, wenn du das Quiz gemacht hast. Schau dir dieses Video an. Dort zeige ich dir, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Unten in der Ecke kannst du den Channel abonnieren. Solltest du den Channel abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und oben geht es zum letzten Video hier auf diesem Channel, das hier rausgekommen ist. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.